Na, gehen wir jetzt an den Start. Was kann halt passieren? So. Und dann gehen wir hier nach drüben. So. Na. Ja. Ich bin's. Mal wieder. Und ich möchte einfach wild drauf zubasteln heute. Ich habe mir ein bisschen was überlegt und es ist ja so dunkel. Ich muss erst mal aufstehen und mein Licht anmachen. Meine Lampe. Das ist so ein blödes Wetter draußen. Ja, das ist doch schon viel besser. Und das regnet und regnet und regnet und regnet. Na. Ich habe gar nichts vorbereitet, wie immer. Ich habe mir hier was Umschläge hergelegt. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht noch. Wir hatten ja vorgestern die ADC-Karten gemacht. Für Halloween und für Unterwassertiere. Und da werde ich jetzt noch dafür mir die passenden Umschläge zum Verschicken machen. Dann sehen die nicht so eintönig. Muss ich erst mal sehen, was ich mir da einfallen lasse. Ich habe hier meine Stempelsätze schon wieder hergeschlägt. Aber das ist immer so, ich bin dann immer so spontan. Ne? Das ist ja. Ich mache einfach mal so drauf los. Ob es was wird, das ist fraglich. Stempel hier drauf. Und irgendwie ist das auch hier oben so das Ideale. Mann. Wie ist das hier hinten hin? Ja, rechts ist da hier vorne. Nee, das ist nicht das Ideale. Nee, mal lassen Sie hier vorne hin. So, dann. Ja, so. Dann seht ihr ein bisschen was. Nehme ich hier meine grünen Ink. Und irgendwie ist das aber auch wippelt das Bild, die Kamera, die sind nicht so ideale. Ich bin da aber auch noch nicht so mit der Einstellung so zufrieden. Aber ich habe heute hier gar keinen richtigen Werkplatz. Das ist heute irgendwie so. Alles gar nicht so. Mir ist gerade eingefallen, ich habe noch einen anderen Stempel gefunden, was auch mit für unter dem Meeres unter Wasser passt. Das werde ich jetzt gleich mal mit raus tun, das Set. Und ich mache meine Stempel alle mit Babyfeuchttüchern sauber. Nee, natürlich nicht die teuersten vom teuersten, ne? Das sind nur ganz normale Babyfeuchttücher und oder aus dem Aldi oder von der Action, oder wo man sowas holt. Und ja.
dazu. Und jetzt hole ich mir das meine andere Stempelset. Ich packe wieder meine Stempel hier herbei. Den ganzen Stapel, den ich hier so rumliegen habe. Überall Stempel, also das ist mal nicht, dass ich hier. Das sind die, ja, das sind meine Schafe. Ach, ich habe es auch schon gefunden. Nee, das sind gar keine Stempel. Das sind Cutting Dice und Embossing Dice. Na, dann war es doch nicht das, was mir vorgeschwebt hat. Dann müssen wir doch hier das jetzt zusammen puzzeln. Und das sehe ich und naja, nehme ich neue. Ich war schon wieder einen Schritt zu schnell, ich habe meine Tische weggeschmissen. Ich freue mich sonst nicht du. Ne, ich male das nicht aus, ich mache die. Das Seepferdchen hin. Das kommt hier hinten hinter das Seepferdchen. Das ist eine Tür. Ich mache das alles in einer Farbe. In einer Farbe. Ich finde das mal schöner. Und das so, ja. Ich denke, dass er. Ich bin richtig, weil hier doch noch diese Dings dahinter und diese. Nee, das bleibt so. Das bleibt so.
erster Umschlag fertig. Mein erster Umschlag. Ich meine, wo ihre Fokus ist. Ah ja, okay, das ist mein erster Umschlag. So. Das war der erste Streich und der zweite folgt gleich. So. Ich habe meinen zweiten Umschlag. Ich muss mal sehen, was ich da mache. Vielleicht habe ich hier so einen schönen Rand. An der Ecke. Da kommt eigentlich die Briefmarke hin, oder? Das ist scheiße, ist das. Ne, hier kann ich nicht so oder so. Genau. Da wird nicht viel Wischwasch gemacht. Ich bin irgendwie heute gar nicht im Fokus hier, sehe ich gerade. Naja, im Fokus habe ich im Bild, so wie ich es haben will. Bei diesen Stempeln hört man, dass sie sich so verklören. Und die kriegt man auch nicht mehr richtig sauber, die Body. Die Silikon, also ja, diese Plastiker. Das ärgert mich eigentlich immer ein bisschen, dass ich die nicht gut sauber krieg wieder. Und weil ich ein bisschen so von Horror kau. Ich liebe es, kommen über noch Spinnen rum. So ein kleines Gewusel. Mit Spinnen. Aber ja. Kann die Briefträger sehen. Da kann die Post sich ein bisschen gruseln. Da hoch und die Spinnen so drüber laufen.
Dosenköpfe dazwischen und dann war's das. So, das waren meine Totenköpfe, die ich gemacht habe, mein Halloween-Umschlag und mein Unterwasser-Umschlag. So, und was werden wir jetzt noch machen? Jetzt bin ich erstmal am Überlegen, was ich jetzt noch mal mache. Da steht mein Kind in der Tür. Wollt ihr es mal sehen? Die Kamera? Nein, Moritz! So, das wegräumen. Na, was kann man denn jetzt mal machen? Ich bin halt richtig unschlüssig. Ich habe gar nicht so richtig. Ich habe so viel Zeug hier liegen, aber auch nicht hier liegen. Ne? Also. Eigentlich könnten wir noch was an gewohnte Karten machen. Ich habe so viele 3D-Motive hier. Eigentlich können wir die da mal ein bisschen aufarbeiten. Denke ich mir an. Und das werde ich jetzt auch machen. So. Schneide ich mir noch mal ein bisschen Papier. So. So ein schönes Papier ist eigentlich im Hintergrund. Warte mal. Eigentlich ein bisschen aufarbeiten hier, das Papier.
Wir spucken immer so viele Ideen, mit denen wir durch den Kopf dann und. So ein Weihnachtsmotiv hier rausnehmen. Und das kann ich natürlich auch noch da bestellen. Ich habe die Schablonen dazu, okay? Das kann natürlich auch noch, die Details. Ich habe meine Halloween-Stempel gesucht. Meine anderen Leute. Soll ich noch was haben? Ich habe sie gefunden. Ist doch manchmal wie verhext. Habe ich mir was Weihnachtliches rausgeholt. Es ist zwar Herbst, aber Herbst mache ich eigentlich nicht so viel. Da ist es dann lieber mit Weihnachten mehr. So. Das an der Kante. Ja, das ist das ist so super gut. Ich bin ja in meinem Hobbyraum. Da ist mal bloß, ich weiß gar nicht, 6 Quadratmeter, das ist sehr klein. Mein Büro, Schränke um mich herum und voll geproppt. Ich traue mir da gar kein Video davon zu machen, weil es so voll geproppt ist. Ich habe so viel von allem. Aber ihr kennt das ja selber. Jeder, der kreativ ist, irgendwas macht, hat viel zu viel von allem. Und am Ende haben wir doch nichts, sage ich immer. So. Oder ich bin nur zu unkreativ oder zu ideenlos, ist alles ordentlich irgendwie einzurichten. Ja, man könnte embossen, aber ich denke nicht, dass ich das erstens habe ich gar nicht so viel Embossing-Butter bescheid. Ja, ich habe Embossing-Butter, aber nee. Ich mache das jetzt so erstmal und dann schneide
breite ich das aus, aber das werde ich in Espresso braun machen. In Espresso braun auf Chocolate Chips. Auf. Ja, egal. Das sind alles Bestände aus. Ich denke, dass ich die Soft nehme. Ja. Ach, die ist, nee, das war zu rot. Das ist zu rot. Ich werde das nehmen, das ist schon ein bisschen, ja. Geworden. Weißt du, wie ist es heute so blöd mit der Kamera? Ich weiß auch nicht. Ja, mit dem, was wir dort. Ich dachte auch. Das dachte ich auch. So, das, ich dachte das schon so lange her. Ich vergesse mal, das ist doch ganz anders.
finde das so verfehlt, dass er rausnicken muss. So dünn und das ist also. Ich dachte, das wäre hier so ein Viereck für den Schriftzug dabei. Und da habe ich dann das auch noch drin. Ja, ich habe auch noch eine Big Shot, aber die steht auch unter mir. Ja, wie das manchmal so ist. Ne? Ich hatte hier auch noch mal so eine andere. Also geht zwar nicht schwer zu drehen, aber das ist immer so. Man denkt, man macht was kaputt. Oh, da, 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 da. Oh, es ist super geworden.
Deswegen stört mich das hier ein bisschen. Naja, das ist aber. Ich muss doch mal rein. Ich kann es nicht lassen, ne? Was? Fokus weg? Oder nicht? Aha, ist der Fokus. Ah. Ich bin aber auch schon immer rumgewurschtelt heute, ja? Das so. So. Meine Klebemaus. Ich arbeite gerne mit Klebemaus. Aber wie das ab. Ja. Natürlich auch schon wieder alle. Was hat man mit Klebemaus dann? Weil eben das dauert mir immer so lange, ehe das trocken ist. Ich bin seit ein geduldiger Mensch. Ja, Maskenkleber.
nicht so drauf.
die Stiefflocken hier. Und doch mal schon mal mehr. Einfach mal. Da hab ich doch was anderes. Ich hab so viel Zeug, aber nichts. Das ist wirklich Sekundenkleber. Also kleine Knöpfe. So, wieder eine Weihnachtskarte fertig. Ich finde, das ist okay.